OV7E. Was sagt euch das? Ja, das werdet ihr nach dem Intro erfahren. Aber herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma Just GmbH, der Kollisionsspezialist. Mein Name ist Michael Scharnberg und wir haben heute ein schwarzes Model 3 hier. Ein neues schwarzes Model 3. OV. Nach dem Intro mehr. Genau, ihr habt das schon mitbekommen. Owe hat ein neues Model 3 für Arnie gekauft. Was ist denn hier los? Und das Auto ist fast nickelnagelneu. Und was stelle ich fest? Arnie trägt gerne Jeans. Wow, wie geil ist das denn? Ja, oder auch nicht. Das kennt ihr bestimmt auch. Mit den weißen Sitzen habt ihr auch immer wieder die gleichen Herausforderungen, dass sich eure schwarzen Jeanshosen oder die blauen Jeans oftmals abfärben. Und ich habe mich ein bisschen erkundigt und habe versucht, ein Mittelchen zu bekommen, wo das mit ganz leicht wieder runterzuwischen geht. Das geht sowieso mit Feuchttüchern, so als Pip für euch. Babytücher, Feuchttücher kann man das ganz gut abwischen. Aber das hier, wir haben eine Versiegelung in England gefunden, die das komplett verhindern soll. Da kann man das wirklich, wenn da was ist, so runterwischen. Und die soll auch lange halten. Ob das stimmt oder nicht, das teste ich an dem Auto hier, weil jo, dafür ist Uwe ja mein Kooperationspartner und der muss das manchmal aushalten. Ich zeige euch jetzt erstmal den Sitz, wie er sein soll. So sollte der Sitz aussehen. Und jetzt zeige ich euch die andere Seite, wie er jetzt nach kurzer Benutzung von Arnie aussieht. Da haben wir schon mal ein bisschen gewischt. Krass. Voll krass, ne? Guckt euch das mal an. Jo, geht auch jetzt ganz gut ab. Aber wir werden die Sitze jetzt versiegeln. Nicht Keramik versiegeln, aber Leder versiegeln. Ich bin gespannt, was Owe dann nach 4 oder 3 Wochen berichten wird, beziehungsweise Arnie. Ich werde dann zu den beiden hinfahren. Ja, ansonsten bekommt das Auto, naja, ihr kennt ja Owe, das volle Programm, diesmal aber nicht PCP, aus Zeitgründen. Wir machen wie immer eine doppelte Keramikbeschichtung. Glas wird versiegelt, Felgen wird versiegelt, Sitze werden versiegelt. Ja, guck mal, hier ist auch die volle Hütte hier. Hier haben wir das Model 3 von Owe. Drüben haben wir Model 3 mit Komplettpaket, Frunk und Trunk, Homeöffner, Kia, Niro mit PCP vorne, gibt es auch ein Video von. Hier haben wir auch ein Model 3 mit Komplettpaket und das ist das Model 3 mit lackierte Stoßstange, wollte ich gerade sagen, mit Schmutzfänger, lackierte Schmutzfänger, gibt es auch ein Video drüber. Naja, und hier steht der Rest. Euch ist sicherlich aufgefallen, wir haben Kennzeichenblender besorgt, damit wir nicht immer die Kennzeichen abkleben müssen mit Tesa bzw. im Nachgang verpixeln müssen. Jo, und ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Schauen. Wir polieren, naja wir, die Jungs polieren und machen und tun. Übrigens noch was zum Lackzustand, tippitoppi, kann man nicht meckern, ist wirklich im ersten Moment sieht er super gut aus. Ansonsten, wenn Owe sein Video dreht, erzählen wir euch mal, warum man gerade schwarze Lacke oder dunkle Lacke versiegeln sollte. Und jetzt polieren wir erstmal, versiegeln und dann habe ich noch eine andere Story für euch, wo ich euch ein bisschen, ihr müsst ein bisschen feinfühlig werden. Es sprießen viele Unternehmen zurzeit aus dem Boden, die auch mit Mal Keramikbeschichtungen anbieten, die auch mit Mal zum Beispiel Hohlraumversiegelung anbieten und da habe ich mal ein bisschen recherchiert, um euch zu warnen, falls ihr nicht zu uns kommt, sondern wo ihr darauf achten müsst und guckt euch das genau an. So, viel Spaß beim Schauen. So, genau, Arnie hat ja eine Lederversiegelung von uns bekommen und die ist bestimmt, boah, sieht die wieder gut aus, die Arnie. Hallo, Michael, ist schmutzig geworden. Moinsen. Na? Also ich war auf einem Roadtrip und habe meine Familie besucht, war länger im Auto unterwegs, also mehrere Stunden.
hatte meine schlimmste blaue Jeans an, die ich im Kleiderschrank habe, was zur Verfärbung, die zur Verfärbung neigt. Und die Sitzheizung lief selbstverständlich auf 200. Micha guckt schon ganz starr auf meinen Sitz. Das ist jetzt, wäre lustig, dass, wenn ihr das sehen könntet. Naja, aber du siehst schon, oder? Ich sehe schon. Aber die linke Backe ist mehr als die rechte. Also du schupperst dann immer mehr auf der linken Seite. Ja. Okay, jetzt haben wir ja, ich blende euch das mal ein, wir haben ja die Sitze versiegelt das letzte Mal, als das Auto zur Keramikbeschichtung war. Und du hast das Auto, da, also die Sitze davor schon mal gereinigt, das ging ganz gut, oder? Ja, genau, ja. Das ging ganz gut. So. Aber jetzt muss es ja wesentlich besser gehen. Noch besser. Oder es müsste gar nicht so doll verschmutzen, aber verschmutzt ist es auch. Ja, du bin ich mal gespannt. Was hast du, Babytücher oder was hast du? Also ich habe zwei verschiedene Tücher mitgebracht tatsächlich. Okay. Also ich habe natürlich, es sind Babytücher oder Feuchttücher. Und das eine Tuch ist das Tuch, mit dem ich das beim ersten Mal gereinigt habe. Und das zweite Tuch ist ein Tuch, was mir ein Kunde gegeben hat, gesagt, Arni, probier die, die sind besser. Okay, ich bin gespannt. Ich auch. Du putzt, ich film. Okay. So, das sind die feuchten Allzwecktücher, die mir, mit denen ich letztes Mal das sauber gemacht habe. So sieht es aus. Also ist jetzt nicht so viel zu sehen. So, und jetzt kommen die guten, von dem derjenige sagte, das geht viel, viel besser. Arni, nimm die. Das ist natürlich auch die verschlimmerte Seite, aber das geht tatsächlich. Man muss länger reiben. Und das Ganze sieht dann auch hellblau aus. Also was ich mich jetzt aber gerade ehrlicherweise frage, ist, da bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich habe eigentlich gedacht, das geht leichter ab. Ja. Also, gut, du hast ja doch eben schon ganz schön gerieben. Ja. Na gut, du hast natürlich auch, das ist ein super neues Produkt. Du hast keine Erfahrung damit. Wir sind die Ersten. Nein, aber wir wollen ja tatsächlich prüfen, ob das gut ist oder nicht. Ja. Aber ich glaube, das ist nicht viel anders als beim ersten Mal, oder? Als du es gereinigt hast. Also ich hatte jetzt gehofft, dass das wirklich nur oben aufliegt und du da einmal rüberwischst und dann bist du durch damit. Aber das ist ja nicht der Fall. Nee. Also es ist tatsächlich, was ich finde, dass diese Babytücher, die ich hier habe, die zweiten, besser sind als die anderen, diese Allzwecktücher. Das finde ich schon, man sieht es ja. Aber ich muss schon ein bisschen mehr reiben. Ja. Also weg geht es, aber nicht so ganz einfach, wie ich das erhofft habe. Ja, nee, ich auch nicht. Nee. Aber das macht nichts. Ich finde das immer noch gut. Man kann es ja wegmachen, aber es ist eben arbeitsintensiv. Ja. Also das Produkt verkaufe ich euch schon mal nicht. Das ist schon mal klar. Ich werde mich jetzt noch mal mit dem Hersteller tatsächlich werde ich noch mal in Kontakt treten und werde sagen, dass das nicht mich, also uns beide nicht überzeugt hat. Überhaupt nicht. Also ich habe wirklich gedacht, dieses Blaue von der Hose einmal drüber wischen und dann ist es weg. Aber du musst es ja wirklich wieder richtig wischen. Nee. Wir zeigen euch, halten euch auf dem Laufenden, was die Versiegelung von den Veganleder, was wir da finden. Wir werden da weitersuchen. Und das war ein teures Produkt. Genau. Das schicke ich ihm gleich. So, schwuppdiwupp haben wir das Auto wieder. Es sind jetzt 3 Wochen vergangen. Ihr habt ja gesehen, unsere Versiegelung hat nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Und jetzt ist es so, dass der Sitz wieder ein bisschen blau ist, aber schon lange nicht mehr so doll. Wir wollen jetzt aber eine neue Versiegelung ausprobieren und da nehmen wir euch natürlich mit. Und wieder in 2 Wochen werden wir dann sehen, ob die dann besser ist. So, Stefan, moin. Moin. Neuer Versuch, neues Glück. Ja, 2. Versuch, 3. Glück. Schauen wir mal. Abklebeband, habt ihr Abklebeband da? Ja. Ich will jetzt erstmal gucken, wie viel da überhaupt ist. Ja, ich habe hier einfach mal einen Reiniger und den sprühen wir mal auf. Dann gucken wir mal, wie viel Jeans-Schmutz da drauf ist. Ja, das sieht mir schon ganz gut. Arnis halbe Hose ist da drauf. Ja, mit dieser Bürste seht ihr jetzt, wie wir quasi den Sitz reinigen und dem richtigen Reinigungsmittel. Das ist übrigens eine Bürste, die ihr zukünftig auch bei uns im Shop kaufen könnt, falls ihr eure Sitze mal reinigen möchtet.
auch mit dem richtigen passenden Reinigungsmittel dazu. Der Sitz ist ja quasi versiegelt worden und wie ihr gesehen habt, auf der linken Seite sieht man nichts, aber trotzdem hat man in der Mitte den Strich. Das bedeutet, da muss man natürlich richtig mit einer Bürste ran, damit da nichts mehr von zu sehen ist. Wie wir euch schon gesagt haben, versuchen wir jetzt zwei unterschiedliche Produkte auf einem Sitz, um dann am Ende zu sehen, warte, ich mache mich mal hell, um am Ende zu sehen, welches funktioniert denn jetzt überhaupt. Na, ich bin mal gespannt. Keramikbeschichtung für den Sitz, auch interessant. Also eine flexible Keramikbeschichtung. Wichtig auch, wenn das erste Mal das Mittel aufgetragen ist, dass quasi 6 Stunden Zeit vergehen, bis die zweite Schicht aufgetragen wird. Und jetzt haben wir endlich eine Lösung gefunden, wie man weiße Ledersitze vernünftig und nachhaltig pflegt. Ja, dann warten wir mal 14 Tage ab, was die Arni sagt. Ne? Auf jeden Fall werdet ihr dabei sein. Ja, nachdem wir jetzt die Sitze versiegelt haben, sind wiederum mindestens, ich glaube, über 3 Wochen sogar vergangen. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das aussieht. Ihr werdet erstaunt sein. Und es ist ganz klar zu sehen, ja, dass wir die rechte Versiegelung zur rechten Seite hin nicht mehr verwenden werden und die linke Versiegelung immer verwenden werden. Ihr werdet mir recht geben, wenn ihr das jetzt seht. Hier ist ja die Mittelkante ungefähr 2 cm davon weg beginnt. Also diese Keramik und auf der anderen Seite auch ungefähr 2 cm ist halt das alte in 2 Schichten. Mhm. Ja, für uns heißt es jetzt, Lucian wird jetzt den Sitz reinigen, dann muss er trocknen. Dann wird er versiegelt und 6 Stunden später wieder versiegelt. Das ist tatsächlich auch eine Keramikbeschichtung für einen Sitz, die aber eine ganz hohe Elastizität hat. Genau. Und das zeige ich euch, wie wir das jetzt machen. So, was passiert jetzt? Jetzt kommt die gute Keramikbeschichtung auf den Sitz und das Ganze muss dann 6 Stunden mindestens trocknen. Das machen wir jetzt bei den beiden vorderen Sitzen. Hier ist im Grunde wichtig, dass das gleichmäßig ausgeführt wird. Und Mr. Keramik, Boom Boom Buster Keramik, ist nämlich der Beste dafür. Das ist übrigens bei Keramikbeschichtung immer wichtig, dass wir gleichmäßig arbeiten und immer alle Schritte einhalten. Das sage ich auch immer wieder. Preise sind nachher oftmals unterschiedlich, weil unterschiedliche Materialien verwendet werden oder weil halt die Vorarbeiten nicht so ausgeführt werden, wie wir es zum Beispiel machen. Es ist immer ganz wichtig, dass man nicht Äpfel mit Birnen vergleicht. Ihr seht jetzt, dass wir die Sitze zweimal so behandeln und dann bin ich mir 100%ig sicher, dass die Arni, auch wenn sie linkslastig auf ihren Sitz sitzt, keine Probleme mehr haben wird. Letztes Mal haben wir Preise gesagt, ich weiß die gar nicht mehr. Schreibe ich hier nochmal rein, was die komplette Beschichtung kostet für die Sitze. Ja, ich möchte nochmal auf unseren Online-Shop aufmerksam machen. Und auf unsere Kundenbewertung auf der Website. Diese könnt ihr unter Unternehmen finden. Da will ich auch mal, wenn mal was schiefgegangen ist, derjenige, der dann Interesse hat, ein Video mit mir zu machen oder einen Text mit mir zu schreiben, was denn hier vielleicht nicht so gut geklappt hat. Ja, und dann möchte ich, dass ihr mal seht, wie wir im Reklamationsfalle halt mit diesen Kunden umgehen. Weil ich finde, auch da kann man ganz stark dran erkennen, wie der Service wirklich ist, nämlich wenn es mal nicht so gut gelaufen ist. Schaut mal in unserem Webshop, sind erst 4 oder 5 Artikel drin und wird jetzt sukzessive immer mehr. Übrigens haben wir auch für das Model 3 den berühmten Schreibtisch drinne, dieses Arbeitsboard. Ich habe es noch nicht ausgepackt, aber das wird zukünftig auch mit drinne sein. Wenn ihr Fragen habt zu Hohlraumkeramik oder was auch immer, Delle, Beule oder schlimmer, Yusuf, immer wisst ihr ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr euch meldet, in die Kommentare schreibt. Ich zeige euch mal schon mal die Vorbereitung fürs nächste Video. Hier werden wir nämlich Topflaschen aus dem Internet testen und unsere auch.
weil ich glaube, ich bin der günstigste fast in Deutschland. Und letztens musste ich mir nämlich anhören, meine Topflaschen wären zu teuer. Und deswegen habe ich gesagt, jetzt teste ich erstmal die Deckkraft der Topflaschen sowie als auch die Kosten. Und darüber gibt es demnächst ein neues Video. Heute filmt Uwe mal die hübsche Arnie und Locke. Ich auch, ich habe extra nochmal rasiert hier. Das ist jetzt aber ein anderes Thema. Ihr habt gesehen, wie die Sitze aussahen. Wir haben bei Arnie, ich habe gerade geschrieben auf der Website, beziehungsweise vorbereitet, dass wir eure Autos immer verwenden als, ja, als Versuchskaninchen sozusagen. Weil man kann sich natürlich das nicht beim Kunden erlauben. Und ich habe gesagt, komm, lass uns mal probieren, wie wir dieses Problem in den Griff kriegen, diese Sitze immer schmutzig werden und gereinigt werden. Und ja, es hat nicht funktioniert, haben wir ja gesehen. Auch das haben wir euch in diesem Video ja gezeigt. Es hat nicht funktioniert. Erst beim zweiten Anlauf und beim zweiten Produkt. Und jetzt haben wir es. 300 Euro netto werden wir für den ganzen Innenraum nehmen. Zukünftig in Verbindung mit einer Keramikbeschichtung. Wenn ihr keine Keramikbeschichtung machen lasst, wird es 350 Euro kosten. Und Arnie, jetzt kannst du beruhigt sein. Du erzähl mal zwei, drei Worte. Du hattest schon ein bisschen Panik, dass es eben auch wieder sauber geht. Ne? Genau, die Sitze sahen ja richtig schlimm aus. Als ich das Auto bei dir abgeliefert habe, da dachte ich, ob das weggeht. Also es sah ja wirklich so aus, als würden die Seiten, die waren wirklich unterschiedlich. Also die rechte Seite war total blau eingefärbt. Das sah aus, als wäre irgendwie eine Cola-Dose explodiert, Wasserflecken. Und jetzt sehe ich es also wieder nach der Reinigung und der Versiegelung. Und ich muss sagen, Bombenjob. Ja. Hammer. Also ich habe auch so ein bisschen meine Bedenken gehabt. Wir haben ja auch da, doch, natürlich, weil das sah schon böse aus. Ne? Mhm. Wir haben aber auch darüber gesprochen, dass der Hersteller dieses Produktes gesagt hat, wenn ihr das immer mit Babytücher reinigt, ist es auf Sicht nicht gut. Das funktioniert ja wohl reibungslos, ist auch in den Foren und in den Postings oftmals zu lesen gewesen. Ich habe aber auch noch keine Alternative, was man da wirklich für verwendet. Werde ich wahrscheinlich, wenn ich es habe, unten in die Kommentare bzw. in die Infobox schreiben, weil diese Tücher entziehen auch dem, was habt ihr gesagt, Ananas. Ananasfaser. Genau, die Weichmacher. Und irgendwann wird es wie so ein altes, brüchiges Leder, wenn man immer ihm diese Weichmacher entzieht. Ich werde mal versuchen, da noch was rauszubekommen. Habe ich bis jetzt noch nicht geschafft. Nächste Woche, wenn ich dieses Video schneide, habe ich vielleicht schon mehr Informationen. Dann lest mal bitte einfach unten in der Infobox, ob wir da eine Empfehlung geben können. Habe ich da noch mal eine Frage, Micha? Also es wird ja immer viel besprochen. Also das ist jetzt ja versiegelt. Mikrofasertücher werden ja auch immer sehr, sehr gerne genommen. Mikrofasertücher wissen wir alle, die sind so, die sehen zwar flauschig aus, sind sie aber gar nicht, sondern sie hinterlassen feine Kratzspuren. Meinst du, man kann das auf dem Sitz anwenden, wenn er feucht ist, dass man einfach rüber wischt? Ja, geht. Ja? Okay. Gibt ja auch solche und solche und solche. Mhm. Aber ganz feine kann man dafür gut verwenden. Kann ich euch gleich auch eins mitgeben. Super. Verlinke ich euch auch einmal hier, welche ihr für die Sitze, Mikrofasertücher haben wir für die Sitze. Also ganz viele Fragen erreichen mich jetzt, wo ich das Performance-Modell habe und fragen mich, Arnie, kann ich weiße überhaupt kaufen? Ich bin passionierte Jeans-Trägerin, ich trage dunkle Sachen, geht das überhaupt? Und ich muss sagen, ja, das geht und das geht sehr, sehr gut. Also jetzt nochmal mit der Versiegelung, das sieht wirklich top aus und ich denke auch, dass da keine Flecken mehr sind. Und wenn Flecken sind, dann kannst du sie einfach abwischen und das lasse ich euch auch wissen oder wir euch wissen, wie ich denn im Alltag so mich oder mit meinem Sitz bewältige. Genau. Jetzt haben wir keine Probleme mehr. Jetzt wird er noch nicht mal mehr blau, ne? Nee, genau. Also jetzt ist eigentlich top. Zeigung einmal. Ja. Und du hast ihn noch nicht einmal gereinigt. Es ist das ist der Hammer. Also davon bin ich wirklich selbst begeistert. Das ist wirklich cool. Dann haben wir jetzt die richtige Beschichtung für euch. 350 Euro kostet einmal die ganze Innenausstattung versiegeln. Und ich glaube, das ist ja dann auch wirklich die Sache wert. Das ist ja cool. So, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt und den von Uwe sowieso, dann würden wir uns über den Daumen hoch freuen. Nee, und Glocke. Glocke, unbedingt Glocke. Auch Glocke. Aber erstmal Daumen hoch und dann abonnieren und dann Glocke drücken, damit ihr immer informiert werdet. Bleibt gesund, liebe Freunde. Und Uwe macht auch mal Winke, Winke. Tschüss!